ich dieses Theater zum ersten Mal sah, ich habe sofort an Mozart gedacht und an seine Opern. Und diese Kulisse hier, also da braucht man eigentlich auch fast keine Regie und kein Bühnenbild. Also wenn man das kongenial macht, dann gut. Aber eigentlich das ganze Bühnenbild ist da. Ich sehe schon Don Giovanni hier. Das Publikum spielt auch eine große Rolle. Und das ist nach den griechischen Amphitheatern modelliert, also das sind quasi die Modelle. Es sind gar nicht so viele Plätze hier, etwa 400, 450 Plätze, aber trotzdem, man hat eine Grandiosität. Es ist ganz grandios und die Proportionen von diesem Theater sind so ideal für mich. Das ist also ästhetisch, aber auch proportionell. Dass man wirklich ein komplettes Vergnügen hat. Ich denke ganz bewusst an die Auswahl von Werken. Welche Werke würden in diesen Raum, in dieses Theater passen. Für mich ist ein Mozart-Klavierkonzert eine Oper ohne Bühne und ohne Sänger. Ne? In der Fantasie findet die ganze Oper statt. Es war immer mein Wunsch, diese zwei Werke, wenigstens die Ouvertüre und das Klavierkonzert, zu kombinieren und in diesem Theater das zur Geltung zu bringen. Also man hört die Ouvertüre und dann der Vorhang geht rauf, also in unserer Fantasie und Vorstellung. Und anstatt Leporello hören wir dieses fantastische Klavierkonzert.